Hallihallo, ihr Süßen, da bin ich wieder und zwar mit einem Winterhaul-Video. Ich dachte, ich drehe noch mal schnell ein Video vor Weihnachten ab, wo ich euch ein paar Produkte zeige, die ich ziemlich gut finde, weil vielleicht könnt ihr das dann auch noch der einen oder anderen Person unter den Baum legen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Winter-DM-Haul. Das erste Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist dieses Wonder Dream Nude Make-up von Maybelline Yarde. Ich habe letztens durch Zufall davon eine kleine Probe erhalten und war davon so begeistert, dass ich es mir gewünscht habe und ich habe es dann auch zum Nikolaus bekommen von meinem Freund. Sehr, sehr flüssiges Make-up, das heißt, man muss es auf jeden Fall vorher schütteln. Und es hat so einen ganz komischen Applikator. Was mir halt aufgefallen ist, man sollte es mit diesem Applikator auf die Haut auftragen und dann mit einem Beauty Blender oder mit eurem Schwämmchen oder je nachdem, mit Fingern geht es auch sehr gut, in der Haut verblenden. Ich hatte das Gefühl, wenn ich es zum Beispiel wie sonst auf meinen Handrücken mache und dann in meine Haut klopfen möchte, war es halt so, dass halt der Schwamm das sehr aufgesaugt hinterlässt. Ich habe es jetzt auch gerade drauf. Ein sehr, sehr schönes seidiges Finish. Man hat das Gefühl, man trägt kaum Make-up. Es ist auch gut deckend. Und ja, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Es liegt in der Preisklasse von 9 Euro, was für mich eigentlich immer persönlich, ihr wisst, ich bin die Queen of Drugstore Make-up. Ich liebe Drugstore Make-up. Ich kaufe auch nur das. Und für mich war das auf jeden Fall ein teureres Produkt. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich mir den Liquid Camouflage High Covering Concealer geholt in der Farbe Porzellan. Und ich war ja nie so der Fan von diesem ja, wie soll ich das sagen, Concealer unter die Augen und ja, das ist einfach, war nicht so meins. Also ich mag es eigentlich lieber halt Make-up zu tragen und das war's. Aber ich habe es dann ein paar Mal ausprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir doch recht gut gefallen hat. In der Woche jetzt nicht, aber fürs Wochenende kann man das auf jeden Fall machen und der ist auch nicht so teuer, deswegen kann ich den auf jeden Fall euch empfehlen. Dann kommen wir auch zum Konturieren, zum Rouge und zum Highlighten. Und zwar habe ich da zwei super Produkte, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist das einmal die Catrice Prime & Fine Contouring Palette in der Farbe Ashy Radiance 010. Und man kriegt dort halt so einen Highlighter, den ich auch sehr, sehr gerne benutze. Wie ihr seht, ist hier auch schon ordentlich was raus. Und man hat diesen Konturton, der sehr schön kühl ist, aschig, perfekt wirklich für meinen Hautton. Ich habe ja vorher so einen normalen Bronzer einfach nur benutzt von Essence. Aber ich muss dir sagen, dieses gefällt mir viel, viel besser. Vor allem zum Konturieren der Wangen und ein bisschen an der Nase. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Contouring-Palette, die ich euch sehr gerne ans Herz legen möchte. Und die ist halt auch recht günstig. Und findet ihr natürlich auch an jedem da in DM, also ab zum nächsten DM. Dann möchte ich euch auch von Catrice, ja, im Moment bin ich im Catrice-Fieber, weil die wirklich tolle Produkte haben, möchte ich euch die Blush, ich kann es gar nicht mehr lesen, Blush Artiste Shading Palette vorstellen. Ich habe hier die Farbe Coral All I Need 020 und man bekommt dort so drei ganz tolle Blush-Töne. Am liebsten benutze ich den mittleren, aber ich benutze auch öfters den rechten, wobei der rechte sehr stark pigmentiert ist, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Heute trage ich den in der mittlere, also den zweiten. Und den hellsten kann man auch benutzen, kann man sogar auch als Highlighter benutzen. Es gibt auch noch andere Farben davon, wollte ich mir auch noch eine andere Farbe mal zulegen. Aber im Moment habe ich jetzt diese und ich bin sehr zufrieden mit. Auf jeden Fall habe ich mir die Lash Extension Base geholt von P2. Es war ja so, dass meine Wimpern ziemlich, ziemlich dünn und kurz und ausgefallen sind in den letzten Jahren. Aber seit Sommer wachsen sie wieder und sind jetzt schon wie auf einer sehr, sehr schönen Länge. Auf jeden Fall hatte ich mir dann dieses Lash Extension Base geholt von P2. Und ich trage die im Moment immer vorher auf, bevor ich meinen Lieblingsmascara, den I Love Extreme von Essence, bevor ich das auftrage. Und das macht wirklich einen sehr, sehr schönen Unterschied. Also es verlängert die Wimpern, es stärkt sie nochmal, habe ich so das Gefühl. Und wenn ich dann den Mascara drauf trage, sind sie einfach nur bumm, wow. Gerade für die Woche finde ich das recht hilfreich. Vorher habe ich halt viele falsche Wimpern getragen, weil halt, ja, wie schon gesagt, meine Wimpern halt fast gar nicht mehr da waren. Aber jetzt sind sie wieder komplett da. Juhu! Das Video ist sehr Make-up-lastig. Kommen wir noch zu einem Lippenstift. Und zwar ist das dieser von Essence. Den hatte ich auch in meinem Adventskalender. Und das ist von der Matt Matt Serie, die Farbe 03. Habe ich, ich glaube, bei der Kati gesehen, Beauty to Go. Sie hat dies von dieser Farbe geschwärmt und deswegen habe ich mir die gewünscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich trage die Farbe jetzt auch und ich bin total begeistert. Erstmal bin ich begeistert von diesem matten Finish. Dann bin ich begeistert von dem Ton. Das ist sehr, sehr schön, sehr natürlich. Ein
ein sehr, sehr schöner Alltagston und kostet auch nicht viel. Deswegen kann ich den euch auch wärmsten empfehlen. Alle Produkte findet ihr natürlich auch wieder unten in der Beschreibung. Und ja, da gibt es auch noch andere Farben, die ich mal austesten möchte. Aber im Moment ist es meine Lieblingsfarbe, die 03, die ich jetzt auch gerade trage. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Alltagston. Dann kommen wir zu dem letzten Make-up-Produkt. Und zwar ist das Essence Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Wie ihr sehen könnt, ist die Flasche auch ziemlich leer. Ich habe schon eine neue mir nachgekauft. Und ich muss davon sagen, ich bin wirklich absolut begeistert davon. Es fixiert das Make-up, es macht ein ganz schönes Finish und ich hätte das gar nicht gedacht, weil wo ich das zum ersten Mal benutzt habe, war ich doch so ein bisschen, das ist mir alles zu feucht, mein Make-up verläuft. Aber ja, man muss es, sollte es auf jeden Fall, also ich mache es immer so, dass ich es ein bisschen weiter oben halte, so ich sag mal so eine Armlänge vom Gesicht entfernt und nicht direkt so, sondern mehr nach oben gehe, dass es so auf mein Gesicht drauf regnet. Weil wenn man es zu nah macht, dann kann es schon sein, dass man sich sein Make-up damit ruiniert. Weil wenn man normal nicht so viel Make-up trägt, weil meistens trage ich immer nur so ein bisschen Make-up halt zur Abdeckung und das reicht mir halt auch, fand ich es ziemlich so, diesen cakey Look. Also ich hatte das Gefühl, oh, ich habe da so viel Schichten drauf. Und aber nachdem ich das drauf gemacht habe, wirkte es wieder alles total smooth, alles total, als ob es zusammengehört. Also ich bin total begeistert davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Flaschen sind überall immer ausverkauft. Also sobald ich immer eine Flasche sehe, greife ich gleich zu, weil das scheint ziemlich beliebt zu sein. Und weil es einfach ein tolles Produkt ist. Es ist auch recht günstig. Und ich sag mal so, die Flasche hat jetzt auf jeden Fall so anderthalb Monate, zwei Monate gereicht. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von dem Produkt und kann es euch wärmstens empfehlen. So, und dann kommen wir noch zu den letzten beiden Produkten. Und zwar ist das von Balea Professional Beautiful Long Wunder Serum. Und zwar ist das ein Haaröl. Und ich bin von diesem Serum total begeistert. Ich habe ja schon einige Haaröle, sage ich mal, ausprobiert. Gerade von Balea. Und die haben mich alle nie so begeistert. Aber dieses ist wirklich sehr, sehr schön. Es macht die Haare wirklich super weich, super... Ich kann es gar nicht beschreiben, also wenn man es aufträgt, die Haare sind da wirklich super soft, super angenehm und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert davon. Und das Tolle danach ist, es ist auch noch ein Hitzeschutz, also man kann danach auch noch mit einem Glätteisen oder einem Lockenstab rübergehen und dann ist es wirklich so ein Traum, also die Haare und die Locke sieht einfach total schön aus, deswegen ich kann euch das wirklich wärmstens empfehlen, kostet auch nicht so viel und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Haaröl, gerade wenn man jetzt, sage ich mal, nach einem günstigen Haaröl sucht. Dann kann ich euch dieses auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Eigentlich habe ich nicht so Probleme mit trockener Haut, aber der einzige Bereich, wo immer es trocken ist, ist an meinen Unterschenkeln und da meistens auch richtig extrem, also dass die Haut schon so weiß ist. Ich habe schon sehr viele Bodylotions ausprobiert und gerade auch von Balea und so und ich hatte immer das Gefühl, es bringt sowas für einen kurzen Moment, aber danach ja, ist es wieder trocken. Auf jeden Fall vom Nikolaus die Laverna Naturkosmetik frische Kick Body Lotion bekommen und die sind wirklich ein absoluter Traum. Sie riecht sehr schön, sie ist vegan, sie hat keine, sie ist frei von Silikon, Paraffin, Platon, Mikroplastik, Kügelchen und Mineralöl, frei von Paraben, frei von synthetischen Duft, Farb- und Konservierungsstoffen. Und ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von der, weil meine Haut ist wirklich, seitdem ich die benutze, total smooth. Sie ist, ich habe nicht mehr diesen weißen Film, ne, diesen Trockenheitsfilm auf meinen Unterschenkeln. Sie riecht total schön nach Apfel. Also sie hat so einen starken Geruch. Ich weiß gar nicht, wie die das hinbekommen, ohne so Duftverstärkungsstoffe, nenne ich es jetzt mal. Und die ist natürlich teurer, aber ich würde mir auf jeden Fall nachkaufen. Also ich bin sowieso überlegen, ob ich, sage ich mal, so in Körperpflegesachen doch jetzt komplett auf Naturprodukte umsteige. Make-up, muss ich ehrlich sagen, bin ich noch nicht so von begeistert. So Alverde-Make-up und so ist nicht so schön. Habe ich schon ausprobiert. Aber ich sag mal so, Körperpflegeprodukte wie Deo, wie Haarspray oder all diese ganzen Sachen, bin ich halt wirklich überlegen, ob ich da umsteige auf Naturprodukte. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Bodylotion, die ich wärmstens empfehlen kann, gerade wenn man sehr trockene Haut hat. Ja. Absoluter Traum und riecht so lecker. Also ich bin total begeistert und deswegen kann ich die euch wärmstens empfehlen. So, meine Süßen, das war auf jeden Fall mein DM Winterhaul. Ich hoffe, ihr hattet total Spaß bei dem Video. Ja, und vielleicht habt ihr auch noch ein paar Anregungen gefunden, um
Ja, für ein Weihnachtsgeschenk, für eine Freundin oder für jemanden aus eurer Familie. Aber auf jeden Fall möchte ich euch sagen, dass die Weihnachtszeit jetzt ja langsam zu Ende geht und es war sehr schön mit euch. Es hat mir total viel Spaß gemacht, auch meine Vlogs zu machen und ich liebe die Weihnachtszeit und ja, ich möchte halt noch sagen, leider ist ja gestern Abend dieser furchtbare Vorfall in Berlin passiert und das hat mich doch so ein bisschen getroffen, weil ja, gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist das einfach nur furchtbar und mein Herz und mein Mitgefühl und meine Gedanken sind wirklich bei den Menschen in Berlin. Ich werde auch dafür beten und ich hoffe auch, dass alle meine Freunde in Berlin safe sind und dessen Angehörigen und ich bin auf jeden Fall in Gedanken bei euch. In diesem Sinne, meine Süßen, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich würde mich sehr freuen über einen Daumen und einen Kommentar von euch und auch natürlich, wenn ihr neu seid, über ein Abo. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Ich denke nochmal vor Silvester. In diesem Sinne, bis bald, ihr Süßen. Bye, bye.